Okay, hier kann ich auf jeden Fall nur durchlaufen gerade. Guck mal, jetzt bin ich wieder beim Fossil. Ich werd verrückt. Und ich komme von rechts. Nee, ja, wobei, ja gut. Ich hätte vielleicht mal mir merken sollen, von welchem rechts. Da, nach welch, wo ich nach rechts gegangen bin. Hier ist übrigens noch ein Ding. Ja, jetzt auch mal gesehen. Muss ja nicht immer so blau leuchten. Muss überhaupt leuchten. Das sagt aber natürlich nicht, dass ich hier noch nie war, sondern es das sagt, dass ich einfach nur diese Stelle übersehen habe. Ja, jetzt, dann werde ich die aber definitiv übersehen haben. Trotzdem, ich muss ja auch erstmal wieder zur Königin überhaupt zurückkommen. Also ist ja nicht so, dass ich sagen würde, ja gut, ich finde die anderen jetzt nicht mehr. Ich verlasse das Level jetzt. Ich muss ja auch erstmal wieder überhaupt irgendwo hinkommen. Und das ist auch schon schwierig genug. Und wo bin ich jetzt gekommen? Wo bin ich vielleicht noch nie lang gelaufen? Ne, das ist, glaube ich, der. Das ist, glaube ich, das, wo ich gerade immer rechts gegangen bin, ne? Ich glaube, dann laufe ich jetzt nochmal hier lang. Habe ich hier gerade das Ding zerstört? Hier an der Stelle? Ne, hier bin ich durchgelaufen gerade. Könnte ich jetzt noch links lang oder halt rechts, geradeaus weiter? Wo bin ich jetzt gelandet? Jetzt bin ich gleich am Anfang, oder? Sieht irgendwie nach Anfang aus. Nee. Ich kann euch nicht sagen, wo ich bin. Hier war auf jeden Fall mal so ein Dude. Okay. Sah gerade aus, als wäre das vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen verschlossen da. Es kann noch lange dauern, ja. Ich überlege, ob ich das jetzt langsam rausschneiden soll. Weil ich selber kaum. Okay, hier war eine Sackgasse, ja. An eine Sackgasse erinnere ich mich auf jeden Fall, aber ich glaube, ich hatte nur eine gefunden. Das hilft mir aber leider nicht bei der Orientierung. Ich weiß halt nur, okay, da war jetzt eine Sackgasse. Das ist es aber auch eigentlich. Ich kann jetzt nicht sagen, ach guck mal, das war doch dann die Stelle, wo dann gleich das kommt oder so. Nee. Dafür seht ihr einfach viel zu viel gleich aus. Allein schon diese großen Pilze da. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer dieselbe Stelle ist oder ob da wirklich Sachen, Räume sich komplett ähnlich sehen. Ich gehe dann jetzt lieber nochmal hier lang, zurück. Hier gab es doch jetzt noch einen anderen Weg, ne? Von da bin ich, glaube ich, gekommen. Gehen wir mal hier lang. Es ist auch eigentlich nur Glück, also es ist jetzt nicht so von wegen, ey, ich versuche jetzt wirklich mal mit Verstand hier ranzugehen, die richtige Kombination rauszufinden, sondern. Also ja, schon, ich versuch's schon, aber es klappt halt nicht wirklich, weil es zu viel gleich aussieht. Jetzt bin ich wieder beim Fossil. Also ich glaube, hier habe ich mittlerweile alle Wege abgeklappert, deswegen kann ich hier beruhigt zurückgehen. Ich schätze zumindest, dass ich hier überall mal lang gelaufen bin jetzt schon wieder, seit ich mich verirrt habe. Dass wir das jetzt einfach mal außen vor lassen können. Aber wo sollen denn noch zwei Feen sein, Mann? Das ist ja die Hölle. Jetzt bin ich schon wieder beim Fossil. Da wollte ich doch gar nicht mehr hin. Mensch. Kam ich jetzt von hier? So, dann auf jeden Fall nicht rechts, sondern mal links lang. Ich habe das Gefühl, das ist der Weg, den ich vorhin jetzt gelaufen bin, um überhaupt wieder zum Fossil zu kommen, zuletzt. Links oder rechts? Gibt's links überhaupt? Doch, links gibt's einen Weg. Nee. Das ist doch wieder dieser Pilz-Gedöns, oder was? Jetzt kann ich links oder rechts. Ich laufe links. Mano. Hier war auch mal was. Ah. Kann ich sogar ein bisschen rein mit der Kamera. Cool. Ich freue mich gerade über Minisachen. Ach, guck mal, jetzt bin ich schon wieder bei so einem großen Baum. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Also ich bin jetzt auf jeden Fall wieder so ein bisschen Richtung späterer Teil der Höhle. Das ist schon lange her, dass ich da mal war. Ich glaube, die restlichen. Also die letzten Minuten, so habe ich alle in so einem Gefilde verbracht, was relativ nah dem Anfang war. Auch wenn ich den Anfang selber nie gefunden habe. Wo geht's denn hier hin? Das ist auf jeden Fall der andere Baum, glaube ich. Auf jeden Fall glaube ich, aber auf jeden Fall ist hier noch eine Fee. Ein verbleibend. Das ist doch schon mal sehr, sehr positiv. Das ist jetzt hier, das ist nämlich kein Kreisgang, glaube ich. Da bin ich, meine ich, vorhin rechts gelaufen. Jetzt lande ich auf jeden Fall hier. Ist hier was? Was ist hier? Da hinten ist die Königin. Ich bin also auf jeden Fall schon mal wieder da, wo ich am Ende hin muss.
Meiner Meinung nach aber noch ein bisschen zu früh. Ich will nämlich auf jeden Fall, bevor ich die Königin hier besiegen kann, möchte, soll, will ich auf jeden Fall die letzte Fee finden. Ob das jetzt vielleicht sogar nötig ist, kann ich auch gar nicht sagen. Vielleicht muss ich das sogar machen, damit ich das jetzt überhaupt zerschmettern kann. Kann auch sein. Ich will sie auf jeden Fall finden. Vor allem, wenn wir schon so weit gekommen sind. Ey, hier ist noch eine Larve. Also, macht das, glaube ich, kaum Unterschied. Ach, gibt noch ein bisschen Geld sogar. Kann man hier langlaufen? Hm. Trotzdem gefällt mir das hier irgendwie. Auf kranke Art und Weise, weil es eben so ein cooles Labyrinth ist, also so ein richtiges Labyrinth, wo man sich halt wirklich verläuft. Weil halt alles irgendwie wirklich gleich aussieht. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Auch wenn ich ein bisschen am Verzweifeln bin, aber ja, das ist halt ein Labyrinth. Das muss doch so sein. Sonst wäre es ja langweilig. So, da gab es jetzt ein... Ach Gott, ist das jetzt der Weg, von dem ich gekommen bin? Ich weiß es nicht. Ja, doch. Das heißt, hier gibt es nur einen Weg nach draußen, oder? Und das ist dieser hier. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich den ganzen Part hier drin hänge, aber es ist so. Vielleicht sogar noch mehr. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Das habe ich eigentlich mehr oder weniger aus Spaß gesagt. Also Spaß im Sinne von... Kann ja sein, dass das passiert, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und es ist jetzt halt doch passiert. Okay, wo geht das hier hin? Ah, jetzt bin ich wieder bei diesen Pilzen. Ne, vergiss es. Niemals. Ich möchte nicht zu diesen Pilzen. Die bedeuten Unheil. Bei den Pilzen muss ich auf jeden Fall immer den rechten Weg nehmen, wenn ich zum Ende kommen will. Das sollte ich mir vielleicht mal merken. Tralalala, wo bin ich hier? Ist ja nicht so, als wäre das die Frage, die mich schon seit 20 Minuten beschäftigt. Wäre ein bisschen blöd, wenn es ja jetzt eine simple Antwort drauf gibt. Ich bin beim Fossil! Nee! Also es kann natürlich auch sein, dass es mehrere Fossile gibt, dass es mehrere... Fossilien? Dass es mehrere... Bereiche gibt, wo diese Pilze so aussehen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin jetzt einfach wieder zum Anfang gelaufen. Das möchte ich nicht. Oder das, was ich als Anfang bezeichnet habe, damit ich mich überhaupt orientieren kann. Jetzt bin ich am Anfang, ne? Ich bin jetzt am Anfang, oder? Also wirklich, beim Gargoyle-Händler, oder? Ich habe zumindest das Gefühl, dass es so wäre. Weil er so komisch runtergesprungen ist. Ach du Scheiße, ach Leute. Es ist mir egal. Ich laufe hier weiter durch, es ist mir egal. Ich kann euch auch, glaube ich, sonst nichts wahnsinnig Spannendes erzählen. Es ist halt gerade Leben am Laufen, so. Nichts wirklich Erwähnenswertes. Wobei ich es doch schon erwähnenswert finde, dass wir mittlerweile Ende Oktober haben. Den 26. müsste heute sein, ne? Genau. Gestern ist das Spiel rausgekommen. Und ich heute Morgen einfach aus dem Fenster gucke, aus dem Küchenfenster und da einfach sehe, wie auf der Straße so Reiter mit ihren Pferden langreiten. Das ist bei Sonnenschein entsprechend natürlich. Das finde ich schon ein bisschen bemerkenswert. Und ich finde es bemerkenswert, dass ich jetzt tatsächlich, obwohl ich gerade mal am Ende irgendwo angekommen war, jetzt wieder komplett am Anfang bin. Oder zumindest gefühlt wieder komplett zurückgeworfen wurde von meinem Fortschritt, den ich gemacht hatte. Wobei ich jetzt wieder bei diesem Feuerbaum bin hier. Das ist ja schon mal... Oder von diesem Harzgedöns, Bernsteinszeugs. Der leuchtet auch so. Kann ich ihn irgendwie zerschlagen, bitte? Ah, ich muss doch hier irgendwo noch so ein Gedöns finden. Noch so eine Fee. Wo denn? Wenn die mir jetzt irgendwie sagen von wegen so, ja, die Königin hat die letzte, ne? Das wäre mies. Ich weiß es nicht, es kann ja sein. Es ist auf jeden Fall eine sehr undankbare Aufgabe insgesamt. Vor allem, weil ich auch eigentlich nur für diese Bernsteine hier drin bin. Und nicht für diese komischen Feen, die komplett komisch aussehen. Deswegen sage ich das die ganze Zeit. Oh Mann. Jetzt bin ich doch gleich schon wieder bei diesen Pilzen, oder? Oder beim Fossil. Oder irgendwo, wo ich nicht sein will. Ja, hier war ich auf jeden Fall auch gerade schon mal. Genau, da bin ich ja runtergerutscht. Wo ich so gesagt habe, ach, jetzt bin ich aber wirklich am Anfang. Da möchte ich nicht hin. Oh, ha, 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 ha. Leute, ich habe die letzte Fee.
Es ist ja unglaublich. Also ich bin jetzt hier bei diesem großen, bei dem ersten großen Lavabaum. Ne? Ich bin bei den Pilzen bin ich da rechts gelaufen, wie ich euch das immer gezeigt habe, geradeaus und so. Dann bin ich bei dem Baum gelandet. Dann bin ich hier rein, in diesen Raum, wo dieses Fossil liegt, und bin da jetzt einfach mal hier nach links gelaufen. Diesen Weg bin ich offenbar noch nie gelaufen. Hier gibt's auch. Nee, hier gibt's sonst nichts. Und hier oben, da ist es. Meine Güte, das letzte Viech. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Keine Ahnung. Oh mein Gott, es kommen auf jeden Fall noch Ameisen. Boah, ich bin fertig. Alter Vater. Bin ich fertig. Ich hoffe, das bringt mir überhaupt jetzt was, oder ich. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Ob ich jetzt erst zur Königin kann oder. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall jetzt alle befreit. Das ist das, was wichtig ist. Und ich würde sagen, jetzt können wir auch zur Königin. Und das Gute ist halt, dass das jetzt am Ende war. Das heißt, ich weiß auch, wo die Königin ist, nämlich da vorne irgendwo. Oh, sehr befriedigend. Holy shit. So, können das auch mal schön aufheilen. Und dann geht's gegen die Königin. Boah, Leute. Ist das heftig. Das ist echt kein einfaches Ding. So, bei dem könnte ich jetzt nochmal Sachen kaufen, aber habe ich ja eigentlich alles kaputt mit dem Ding. So, und hier wartet also die Königin, ja? Na dann. Vielleicht bringen die Feen mir auch einfach nur irgendwie einen Bonus oder was? Weiß ich nicht. Ein neuer Eintrag, ja schön. Ist das absichtlich so Slow-Mo gewesen? Ich hoffe mal. So, ja, erstmal wechseln und ich hole mir mal wieder die Armbrust raus, denn das ist, glaube ich, ein bisschen besser gegen die. Ich wechsle dann tatsächlich den Hammer aus, weil ich mit dem Schwert vielleicht noch was anderes machen kann. Oh mein Gott. So, ich brauche erstmal wieder eine Schwachstelle höchstwahrscheinlich. Weil ich denke, oh mein Gott. Ich wollte eigentlich. Moment. Ich muss. Alter Vater, die sind so aggressiv. Holy shit. Holy shit, holy shit, holy shit. Moment, 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 Moment. So. Die sind jetzt immer tot. Ich glaube, die scheißt mal hier aus, oder? Jetzt kann ich sie gerade verletzen. Schön, machen wir das einfach mal. Kann ich sie jetzt totschießen? Das wäre schön. Leider nicht, leider nicht. Okay. Jetzt kommen neue. Ja, okay. Oder nee, es kommen keine neue. Keine neuen. Ich glaube, ich hole mir aber trotzdem jetzt auf jeden Fall wieder den Hammer raus, ja. Das wird nicht schlecht sein. Keine Ahnung, was ich mit der Keule eigentlich wollte am Anfang. Vielleicht, weil ich einen Hammer noch nicht habe. Ich muss den ja nicht einsammeln. So, das heißt, jetzt wechsle ich erstmal wieder auf den Hammer. Die kleinen Mistviecher, die jetzt wieder kommen. Weil der war eigentlich ganz gut gegen die. Und jetzt wird sie ja wahrscheinlich wieder, genau. Jetzt kann ich sie wieder verletzen. Das ist wahrscheinlich das Beste tatsächlich mit der Armbrust. So. Kleiner Felsregen, ist okay. Lebensflasche benutzt. Huiuiui, habe ich mich treffen lassen, dummerweise. Und ich habe schon nur noch eine Energieflasche neben meiner aktuellen Energie. Also eine Energieflasche kann ich noch. Mit der kann ich noch auffüllen. Dann bin ich auch wieder tot. Nicht so geil. Wechseln. Daniel, Daniel. Schnell, 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 schnell. Hä? Wieso geht? Was? 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 Was war los? Hä? Hat sie selber einen Angriff gerade gemacht? Ach du Scheiße. Ich bin gleich sowas von tot. Holy shit, holy shit. Okay, das wird, glaube ich, nicht gut ausgehen für mich. Hat sie mich gerade die ganze Zeit beschossen, während ich sie beschossen habe? Scheiße. Mann, mach doch nicht den Scheiß da. Mensch. Ich muss sie doch beschießen. Jetzt konnte ich sie nicht beschießen, weil die Kleinen mich genervt haben. Nein! Ach komm! Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Sag nicht, ich muss dieses ganze Ameisen-Kack-Level nochmal machen. Dann raste ich aber aus. Also ich meine, durchlaufen ist okay, aber jetzt nicht wieder alles einsammeln. Dann raste ich wirklich aus. Also das kann's nicht sein. Da raste ich aber, das wird so sein, ne? Ja, ich habe keine Bernsteine, ich habe wahrscheinlich nichts. Alter Vater. Ihr Ficker. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich muss jetzt halt alles noch. Alter.
Ja gut, Leute, dann schneide ich den Scheiß raus, weil das wird... Alter, das wird Jahre dauern. Junge. Alter, ich bin doch hier gerade überhaupt... Ich war so froh, dass ich hier durch war, nur und ich dachte, ja, dann besiege ich jetzt noch... Ja, Alter. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich da jetzt machen sollte. Also vor allem, weil die mich da... Warum die mich da einmal getroffen hat. So hart. Hat die ja die ganze Zeit auf mich geschossen? Und ich hab noch kein Konzept für die. Wirklich nicht. Und ich will jetzt nicht wieder den ganzen Scheiß sammeln, um dann im Endeffekt wieder kaputt zu gehen. Das ist doch scheiße. Ach Mann. Ja gut. Bis gleich. Halt die Fresse, du Sack. Ich höre dich nicht mal. Warum kann ich dich nicht wegdrücken? Bitte. Ich hab den Scheiß schon gehört. Wir sind ja nicht bei Crash Transanity. Das muss das Spiel mittlerweile können hier. Hier ist noch eins. Ach komm. Ja gut, dass ich mal da lang gelaufen bin. Gut, gut, dann habe ich wieder alles. Toll. Wow. Hat jetzt wieder eine Viertelstunde gedauert. Aber macht ja nichts, ne? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Da, 250 steht da, ne? Und wenn ich die dann kaufe, dann geht's auch plötzlich. Ach nee, ach Wurfdolche. Ach so, lol, dann habe ich mein Geld gerade rausgeschmissen. Die benutze ich eh nicht. Gut, da kaufe ich jetzt nochmal alles. Komm, los. Jetzt machen wir die komische Königin hier fertig, ey. Ich habe langsam echt keinen Bock mehr. Kann doch nicht wahr sein. Okay, dann wechsle ich jetzt wieder auf die Armbrust und auf die... So. Genau. Hammer ist Primärwaffe und das komische Viech hier versuche ich mit der Armbrust zu erledigen. Ach, Leute, 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 ist das aufwendig hier. Das ist eigentlich so eine Art Sidequest, ne? Muss man sich ja mal reintun. Ich dödel, ich bin noch nicht voll aufgeladen. Sag mal, bin ich eigentlich deppert? Gott, ich verspiele hier gerade alles, weil ich einfach doof bin. Ich hätte mich da am Jungbrunnen aufheilen müssen. Ah, Leute. Wie dämlich. Ah, nein. Ja, wenn ich es jetzt schaffe, ist es purer Skill, ne? Und sonst ist es halt Dummheit, weil ich dann nochmal alles machen muss. Will ich töten. Komisches Viech. Geduld, ne? Geduld braucht man hier, glaube ich, einfach vor allem. Ich weiß auch nicht, ob man die wirklich aktiv hier angreifen muss oder ob die nach einer Zeit auch so sagt, ja, hier komm. Ich offenbare mich dir. Ich versuche das mal, weil ich habe eigentlich echt keinen Bock auf die kleinen Ameisen. Nee, ich glaube, das bringt nichts. Man muss die, glaube ich, schon töten. Ja, leider. Die sind auch so extrem flink unterwegs, ne? So, komm, geh sterben. Muss aufpassen, wenn sie schießt oder was macht. Ist jetzt gerade nicht. Okay. Kommt mal her hier. Wobei, die kann ich eigentlich auch mit der Armbrust töten. Fällt mir ein. Fällt mir auf. Gerade wenn sie also weit weg sind, ist das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Der Hammer ist aber immer noch am besten gegen die Kleinen vor allem. Ah, scheiße, ich habe nur noch eine Lebensflasche in petto. Komm, töte sie einfach. Schnell und schmerzlos für mich. Hau ab, Mann! Ich habe hier gerade andere Sorgen. Vor allem ist die Lebensflasche nicht mal voll, ne? Alter. Die Kleinen machen viel zu viel Schaden. Die Kleinen machen viel zu viel Schaden. Los! Jetzt kommen die auch noch von da. Was soll das denn? Ich setze irgendwie fast die Hälfte weg, aber es ist viel zu wenig. Es ist viel zu wenig. Oh shit, sie macht einen Angriff hier oder sowas halt, dass ich sie angreifen kann. Das war gerade erstmal ganz okay. Scheiße. Fuck. Hätte ich jetzt voll Energie gehabt, ne? Alter. Ja, ich bin gleich tot. Scheiße. Fuck. Gut, alles nochmal. Top! Ich liebe dieses Spiel. Ach, fickt euch. Ja, das war jetzt aber auch wieder... Das war meine eigene Blödheit, muss ich sagen.
Sonst hätte ich am Ende vielleicht auch ein bisschen unnervöser gespielt. Ach, scheiße, Leute. Ich kann nicht mehr. So, langsam kenne ich diese scheiß Höhlen auswendig, ey. Gefühlt zumindest. Wir haben alles komplett. Dann holen wir uns jetzt nochmal wieder die Armbrustbolzen. Komplett. Und ich hätte jetzt gern ein Safe State, weil ich habe keinen Bock, das noch ein viertes Mal zu machen. Also das reicht dann langsam auch. Oh, fuck it. Wir haben auch vielleicht einfach später so viel bessere Waffen, dass wir das Viech so viel besser besiegen können. Aber es ist mir jetzt egal. Ich bin jetzt hier drin, ich will das jetzt so erledigen. Ich muss es vielleicht auch so erledigen, um überhaupt wieder rauszukommen. Das ist mir auch einfach egal. Das ist auch schon langsam eine persönliche Sache einfach. Diesen Fickviechern. Das kann ich jetzt langsam nicht mehr akzeptieren. Hallo. Leck mich. Mann! Der ist auch nicht gerade der schnellste im Umschalten, muss ich sagen, von den Waffen. So. Keine Ahnung, ob ich ihn hätte länger treffen können. Ich habe es mir auf jeden Fall jetzt nicht getraut. Und meine ersten 300 Punkte sind gleich schon weg. Ist das nicht geil? Ich genau jetzt, klar. Weil ich auch blöd reinrenne in die. Ist klar. Komm. Jawohl. Tank einfach. So. Sobald er anfängt zu stampfen, können wir aufhören. Oder sollten wir aufhören, besser gesagt. Komm, geh hoch. Sehr gut. Gleich haben wir die Hälfte. Müssen wir uns leider ein bisschen... Was willst du, Kackwichser? Ehrlich. Richtiger Huso. Ja, super. Nächste Flasche ist weg. Es kommen jetzt natürlich immer mehr kleine Gegner. Nein, 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 nein. Scheiße, scheiße. Ich gehe schon wieder, ich gehe schon wieder. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin! Mann! Es geht nicht. Ganz ehrlich, das geht nicht. Es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Zumindest nicht so, wie ich das gerade die ganze Zeit versuche. Was mache ich da eigentlich gerade die ganze Zeit? Nein, von hinten kommen auch... Ne, ne, das geht nicht. Das geht nicht. Ich kriege den nicht besiegt. Ne. Ich muss hier raus. Das kriege ich nicht hin. Vielleicht muss ich ja später wiederkommen. Ich weiß es nicht. Es fuckt mich auf jeden Fall richtig hart ab. Ich google das jetzt, weil ich kriege das nicht hin. Ich habe jetzt einfach mega Hunger. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist einfach nur der größte Wichs überhaupt. Das wird die schwierigste Aufgabe des Spiels, ganz ehrlich. Und wenn nicht, dann ist das Spiel einfach nur scheiße. Ben und zur Karte. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Es reicht. Fick dich ins Knie, ehrlich, Trophäe. Kannst mich mal.